Wir möchten euch heute die All-in-One-Küchenmaschine der Firma Severin vorstellen. Der Trend geht immer mehr zur gesunden Küche. Leider muss es immer schnell gehen. Wir haben wenig Zeit. Der Haushalt muss gemacht werden, die Kinder versorgt werden. Ich muss auch noch ein bisschen arbeiten gehen nebenbei. Geld verdienen. Definitiv. Und hier haben wir ein Gerät, bei dem ich beim Kochen nicht daneben stehen muss. Das heißt, es lässt sich ganz einfach programmieren. Und dann kann ich in der Zeit, wo es kocht, etwas anderes machen. Vorbereitend kann es aber auch häckseln, das heißt, ich brauche nicht mühselig alles klein schneiden. Auch das kann die Maschine. Und in der Zeit kann ich mich um den Haushalt kümmern. Und das Schöne, das ist nicht für Kochprofis, sondern genau. Auch als Kochanfänger kann ich damit wunderbar kochen. Dem Produkt liegt ein Rezeptbuch bei. Das hast du, Barbara, ganz toll entwickelt, ganz tolle Rezepte hergestellt. Und ja, vielleicht sagst du dazu mal kurz etwas. Ja, also ich habe einfach die All-in-One in die Hand bekommen und durfte ausprobieren, was furchtbar viel Spaß gemacht hat. Das ist schön, ja. Und das Kochbuch besteht jetzt aus 10 Menüs. Mhm. Das heißt, es ist eine bunte Palette an verschiedensten Rezepten angeboten und jede Funktion dieses Gerätes ist beinhaltet. Und es ist ein bisschen was für Seelchen, weil die Menüs zielen so auf die Befindlichkeiten. Ja, da haben wir schon sehr viel Spaß gehabt. Um Mut, Food sozusagen. In der genau. Firma, genau. Und ein paar wirklich essentielle Basissachen sind auch drin. Die individualisiert werden können. Genau. Von jedem. Genau. Das okay. Ist das Kochbuch. Ja, beginnen wir das Gerät mal zu erklären. Erklären wir mal. Ja, ja, auf jeden Fall. Also hier seht ihr es einmal komplett zusammengebaut. Und das Main-Teil ist hier der Motorblock. Ja, genau. Ne? Dann habe ich einen super Edelstahl-Mixzopf, tolle Qualität, durch einen sehr stabilen Griff auch schön zu handeln. Und wie ihr seht, habe ich da ein großes Loch drin. Und in dieses Loch kommt das Messer rein, das eine Hack-, Mix- und Rührfunktion gleichzeitig hat. Und ich muss keine Angst haben, mich zu schneiden. Ich kann das hier oben super gut anfassen, kann das hier einsetzen und arretiere das dann ganz simpel mit einer großen Flügelschraube, die ich einfach auch aufsetze. Und durch ein Geräusch wird klar, wann es ne, fest ist. Und festziehe. Genau so. Lock in. Dann setze ich meinen Mixtopf ein, auch das geht ganz einfach. Mhm. Und mit meinem Deckel verschließe ich es dann. Ne? Toll ist, das finde ich immer super, dass hier der Silikondichtungsring wirklich fest am Deckel sitzt. Also ich kann den nicht verlieren und so, das ist klasse. Dann hake ich das hier vorne ein und jetzt macht es einmal klack und fest sitzt mein Deckel. Und jetzt habe ich am Gerät einen Verriegelungsknopf, den muss ich arretieren. Sonst funktioniert es auch sonst nicht. Sonst funktioniert es also braucht man nicht. Keine Sorgen haben, dass einem alles um die Ohren fliegt. Ganz genau so ist das. Also ohne Deckel und ohne Arretierung kann ich mein Gerät gar nicht in Betrieb nehmen. Es tut sich einfach nichts. Toll, was ich auch noch mal kurz zeigen möchte. Jetzt macht es gleich Plopp. Yeah. Der sitzt echt astrein fest. Auch das ist eine super Geschichte. Nicht, dass man reinkommt und genau. Hinterher auf dem Boden. Genau. So, in diesem Zustand könnte ich jetzt also Sahne schlagen, Nüsse mixen, Kräuter hacken, Zwiebeln hacken, Teig rühren, etc. pp. Ja. Dazu habe ich hier auch einen kleinen Deckeleinsatz, den ich hier einsetzen kann. Dann ist meine All-in-One verschlossen, es spritzt nichts raus. Oder ich habe die Möglichkeit, denn mit diesem Gerät kann ich ja auch kochen oder genau. Dampfgaren. Und die Alex reicht mir das jetzt mal an. Ich habe hier also einen Adapter. Also einen zweiten Deckel, der als Adapter funktioniert, den setze ich einfach auf. Hier sammelt sich die Flüssigkeit, ne? Genau. Beim Dampfgaren. Dann habe ich eine Dampfgarschale, auch die kann ich einfach locker aufsetzen. Schwupp. Und du könntest jetzt schon einen Dampfgarhut. Und ich könnte
hier jetzt schon ein Gemüse, ein Fleisch, ein Fisch einsetzen. Oder ich habe auch ein Dampfgitter, wenn ich zwei Zutaten machen möchte. Kann Etagen ich also, kochen. Genau, Etagen ja. kochen. Kann ich also unten mein Gemüse, oben mein Fleisch oder umgekehrt, je nach Rezept. Den setze ich auch ein. Perfekt. Und das Ganze verschließe ich mit meinem Deckel. Ich könnte jetzt auch, wenn hier Lachs, unten Gemüse, auch noch unten Kartoffeln machen. Klar, das sowieso. All in one. So, Logo. Der Deckel. Und mit dem Deckel wird das verschlossen. Dann zeigen wir vorne einfach mal das Display. Also wir haben ja gesagt, malen und oder zerkleinern das eine, kochen genau. das andere. Genau. Ne? Ich habe also hier mein Display mit einer Zeituhr, die immer in 30 Sekunden Schritten funktioniert. Das ist also, ich muss nicht 1, 2, 3, sondern halbe Minute, Minute, ganze Minute. Und dann habe ich schalte das jetzt mal aus, in der einen Richtung meine Kochstufen mit 37 Grad, mit 70 Grad und mit 100 Grad. Während dieser Kochstufen dreht sich immer das Messer mit, damit nichts anbrennt. Damit nichts anbrennt. Oder eine 120 Grad Kochstufe für Kartoffeln, Reis, Nudeln, also Dinge, die nicht anbrennen. Ja. Oder ich kann dann natürlich auch, wenn ich mal nur Dampfgarn will, kleines Wasser rein. Und bei 120 Grad dreht sich das Messer nicht. Genau. Sonst haben wir Kartoffelpüree da unten. Genau. Das wollen wir auch nicht. Das wollen wir auch nicht. Und dann habe ich auf der anderen Seite meine Mixstufen von 1 bis 4. Ja. Dann habe ich abschließend noch unsere Pulsfunktion, die Turbo-Stufe. Steht auch drauf, Turbo. Da kann ich kurzfristig richtig Speed auf mein Messerchen geben und zwischendurch einfach mal Gas geben. Kurz ein paar Sekunden. Oder, wofür die sich natürlich ganz hervorragend eignet, ist für frische Kräuter. Perfekt. Ja, ich denke, wichtig ist doch zu sagen, dass alles spülmaschinenfest ist. Wir können also alle Einzelteile in die Spülmaschine tun. Richtig. Und jetzt wollen wir auch kochen damit. Das kann man bei uns auf unserem YouTube-Channel sehen. Das ist einfach bei dem Kanal severin.de eingeben in einem Wort. Und da kochen wir ein paar Rezepte nach und dann zeigen wir, wie einfach das ist, damit zu kochen. Genau. So wird es sein. Steuern können. Sie können das Programm von jedem beliebigen Ort aus starten, egal ob Sie sich im Zimmer nebenan oder auf der anderen Seite der Stadt befinden. Laden Sie die kostenlose Ready for Sky App aus dem App Store oder über Google Play herunter. Nach dem Synchronisieren des Multicochers mit dem Smartphone können Sie alle Programme und Funktionen von der App aus bedienen. Um die einwandfreie Funktion des Multicochers aus jeder Entfernung zu gewährleisten, benötigen Sie ein Gateway, ein at-home Android-Smartphone mit der installierten kostenlosen R4S Gateway App. Das Gateway sollte sich immer in der Nähe des Multicochers befinden, damit es die Befehle, die es von Ihrem Benutzersmartphone erhält, über Wi-Fi
Wi-Fi oder GSM-Internet auf den Multikocher M800 SE übertragen kann. Dank der Fernbedienung Ready for Sky können Sie zwei Dinge auf einmal tun, im Büro arbeiten und das Mittagessen für Ihr Kind kochen, Sport treiben und das Abendessen für Ihre Familie machen, den Multikocher schnell umprogrammieren, wenn sich Ihre Pläne geändert haben, zum Beispiel später mit dem Kochen beginnen, wenn Sie auf dem Heimweg noch etwas besorgen müssen. Überprüfen, ob der Multikocher gestartet hat und Benachrichtigungen erhalten, wann er fertig ist. Mit einem Klick das Kochen aus dem in die App integrierten Kochbuch starten. In diesem Fall wählt der Multikocher sowohl das Programm als auch die Kochzeit für das ausgewählte Gericht. Über die App erhalten Sie auch die bequeme Master Chief Light-Funktion, mit deren Hilfe Sie Kochzeit und Kochtemperatur der automatischen Programme selbst regulieren können. Bevorzugen Sie gedämpfte Gerichte al dente? Korrigieren Sie das Programm nach Ihrem Geschmack und der Multikocher wird so kochen, wie es Ihnen gefällt. Das Set beinhaltet 5 Liter Schüssel mit Antihaft-Keramikbeschichtung, Dampfeinsatz mit einstellbarem Fassungsvermögen, Frittierkorb, Messbecher, Servierlöffel und Rührpaddel, Kochbuch 100 Rezepte, Redmond Multikocher Sky Cooker M800 SE. Essen mit einem Klick.